Leute, wie ihr seht, habe ich jetzt hier so ein bisschen mal aufgeräumt und hier kommt jetzt die neue Holzterrasse hin. Und wie ich das so mache, will ich euch jetzt mal in diesem Video zeigen, Schritt für Schritt. Als erstes muss ich mir die Punkte rüberholen, und zwar hier oben ist meine Terrassenoberkante. Ja? Hier soll die Oberkante sein. Meine Bretter, die ich benutzen werde, sind 38 mm und ich habe jetzt hier mal runtergemessen. 38 mm und mir hier einen Punkt gemacht. So. Und das ist mein Ausgangspunkt. Von dem Punkt gehe ich jetzt aus. Und diesen Punkt muss ich mir jetzt hier überall und auch an den Pfosten überall dran machen, damit das eine Höhe wird. An dieser Wand ist dieser Punkt festgelegt. Aber an dieser Kante muss der ein bisschen tiefer sein. Warum macht man das? Wenn jetzt Regen kommt von der Seite, muss das Wasser so ablaufen können. Man macht die Bretter also, die man auf den Terrassenbelag macht, hier ist ja der obere Belag, macht man nicht gerade in Waage, sondern macht ein bisschen nach unten. Und zwar vom Haus weg. So kann, wenn Regen draufkommt, kann der Regen immer so ein bisschen weglaufen. Deshalb macht man die Bretter auch in diese Richtung und nicht in diese Richtung. So. Wenn man die Bretter in diese Richtung macht, muss man gleichzeitig dann die Balken, wo die Bretter drauflegen, in diese Richtung machen. Ich werde jetzt hier einen an die Fassade dran schrauben, hier einen dran schrauben und in der Mitte mache ich einfach einen dazwischen. Der wird dann eingeklemmt und unterlegt mit Eiche. Ich habe so alte Eichepfosten, die ich irgendwo die jetzt für den Zaun waren. Die nehme ich jetzt hier. Hier ist Sand und hier ist relativ trocken. Die kann ich einfach schön einbuddeln und die dienen mir dann als Unterlage. Ja? Und die Terrasse soll von hier gehen, von hier, hier rum, wo die Schubkarre steht, bis hier zum Haus hin. So. Und hier muss man auch noch mal dabei sagen, da vorne ist ja mein 0,2 cm. Das heißt, dieser Punkt hier kommt die Terrasse etwas höher. Ja, den muss ich mir jetzt auch noch mal suchen, den Punkt. Aber die Terrasse wird hier etwas höher kommen, weil ja das Brett schräg ist. Ja? Deshalb mache ich zuerst dieses Brett hier, weil das ist eine zu große Mathematik, hier das auszurechnen. Ich mache jetzt hier erstmal dieses Brett und dieses Teil mache ich hier fertig mit den Unterlegshölzern und lege mir dann eine Richtlatte hier drauf und weiß, wo ich dann hier hinkomme. Und dann kann ich hier ein Brett dran machen. Das mache ich jetzt nicht mit dem Laser oder der Wasserwaage, sondern in dem Fall, weil ich nicht genau weiß, wie viel dieser Punkt ist. Das ist ein bisschen rechnerisch dann schwierig zu machen. Das kann man auch viel einfacher machen, ne? Indem man zuerst hier den Balken dran schraubt, in der Mitte, da. Und dann kann ich hier schön mit der Latte bis hier hinkommen. Okay. Schatz, ich habe aber nur eine Frage und eine Sorge, ob diese Eichepfosten, die drunter kommen, ob die das wirklich so ein Riesengewicht halten, wie ich das verstehe. Du willst ja zurück diese ganzen Tische stellen. Wenn wir diese schweren Sachen hier gebrauchen wollen als Tisch, da muss man da, wo der hinkommt, natürlich ein bisschen mehr unterlegen. Aber prinzipiell ist das kein Problem, weil hier Sand, und dann wird der ein bisschen eingebuddelt, der steht so fest, da passiert gar nichts mehr. Ja? Ja, ja. Hast du denn genug Eichepfosten? Ich will dir noch was zeigen. Vor 10 Jahren haben wir ja dieses Haus hier gemacht, guck mal. Hier. Ich komme, es ist nass gewesen. Hatten wir einen Eicheweg mal gemacht. Ja, ja. Die sind immer noch hart und fest. Ja, und das der liegt stimmt. Mitten im Regen. Das war noch vor dem Feuer. Ja. Der ist schon 7 Jahre ist der hier drin. Da passiert gar nichts. War vor dem Feuer. Da vorne ist sogar noch trocken. Da wird nie was passieren. Da brauche ich auch keinen Beton oder Ziegel nehmen. Tue ich einfach mit diesen Eichen. Ich wünsche dir viel Erfolg. So, okay. Viel Dann Erfolg. Zeige ich jetzt mal, wie ich das mit dem Laser mache. So, jetzt zeige ich das nochmal mit dem Laser. Ich nehme jetzt hier meinen Laserpunkt. Anmachen. Das Gute ist, das ist ein grüner, den sieht man auch bei Sonne, den sieht man aber nicht ganz so stark. Schatz, geh mal hier ran mit der Kamera, siehst du das? Wenn du ganz nah rangehst, komm mal hier ran.
siehst du hier den Punkt? Hier ist der Laserpunkt. Ja, sieht man. Vielleicht kann man das besser so sehen. Man sieht an der Tür. So schwarz sieht man auch, ne? Sieht man überall. Sieht man überall. Der Laser geht nach oben, aber der waagerechte, der ist so. Mhm. Und den muss ich jetzt hier hinbringen. Das heißt, ich lege mir jetzt hier drunter einfach mal so zwei Holzstückchen. Dann kommt der ein bisschen höher. So, dann kann ich hier nochmal kontrollieren. Ja, das ist ein bisschen viel. Also kommt das hier runter. Das da drauf. Bisschen höher noch. Und dann ist der genau, passt er. Ja? Hier ist jetzt der Punkt. Und dadurch, dass jetzt so viel Sonne ist, ist natürlich schwierig zu erkennen. Ja? Aber man kann es erkennen. So, jetzt gehen wir zu dem Punkt hier rüber. Hier. Guck mal hier um die Ecke. Hier sieht man jetzt gut den Punkt. Ja? Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut sieht. Sieht man grün. Sieht man. Grüne Linie, ja. So, jetzt habe ich gesagt, das hier vorne muss ja Gefälle sein. Mhm. Wenn das jetzt hier ist, null Gefälle. So, und jetzt nehme ich mir hier so ein Brettchen. Habe ich schon gemacht vorher. Mhm. Bevor du gekommen bist, habe ich mal hier eine Probe gemacht. Mhm. Leg das hier oben an, das sind 2 cm das Brett. Und mach hier unten drunter einen Strich. Ist aber nicht gerade. Doch, das ist gerade. Hier ist doch gerade. Nee, aber nicht zum Schluss. Ja, hier, das ist egal. Ah. Ich gehe ja nur auf den Punkt. Ich weiß, das Brett ist nicht gerade. Aber ich habe nur hier vorne das. Ich könnte das jetzt auch kaputt machen. Nee, okay, verstehe. Ja? Ich nehme das jetzt hier so. Zack. Mhm. Mach mir hier den Punkt. So. Jetzt muss ich natürlich hier, habe ich 1000 Striche drauf. Aber dann gehen wir mal hier hin. So. Mhm. Ist das ein bisschen genauer. Ah, der wackelt. So, das ist mein Strich. Dann macht man sich hier unten ein Dreieck drauf. Das ist der Punkt, wo ich gemessen habe. Ja? Das ist mein Punkt. Hier ist ein bisschen ungenau. Okay, hier ist mein Punkt. Und genau das kann ich jetzt hier überall machen. Ja? Hier auch wieder. So, hier habe ich aber schon einen Strich drauf. Ne? Und jetzt ist noch die eine Sache, das kann man ja auch beachten. Ich habe jetzt den Laser, der leuchtet jetzt in diese Richtung hier hin. Ja? Aber in die andere Richtung leuchtet er nicht. Das heißt, ich muss das Ganze gleich umdrehen und auf die andere Seite übertragen. Ganz einfach. Genauso gleich, ja? Genau gleich. Und hier überall kann ich auch jetzt wieder hingehen, gucken. Guck mal hier, von der Seite musst du von hier filmen. So rumlaufen. Weil hier an der Fassade möchte ich ja die Punkte. Vorsicht, du stehst jetzt im Laser drin. Ist jetzt genau im Laser, du musst da hinstellen. Mhm. So, hier möchte ich ja. Ah, sieht man. Hier, genau. Und hier möchte ich ja die Punkte übernehmen. Ja? Und da hatte ich schon in weißer Voraussicht auch dieses Brett hier gemacht. Ja? Das heißt, ich kann jetzt hier praktisch diese Kante annehmen von dem Brett. Das muss ich jetzt nur noch überall kontrollieren. Ja, das passt alles. Das hatte ich schon damals beim Bau so gemacht. Und jetzt kann ich im Prinzip meinen Balken nehmen, hier drunter schieben, festmachen, und dann habe ich das. Cool. So, und da drauf. Wo du das Haus gebaut hast, hattest du da auch schon den Laser? Nee, das habe ich mit Wasserwaage gemacht. Oho. Deshalb mit dem Laser kann ich jetzt nochmal hundertprozentig gucken. Mhm. Und ich habe das mit der Wasserwaage gemacht. Aber ich sag dir, das hat schon einer schlau überlegt, diesen Laser, oder? Das Ding ist super, weil das kostet zwar vielleicht 300 Euro, aber 2-3 Baustellen, die man damit macht, hat man die Zeit raus. Mhm. Und die Bauherren, also der Kunde, der ist auch sofort zufrieden, weil das immer alles passt. Okay. Ist besser wie mit der Wasserwaage. Schade, können wir keine Werbung machen und dann an der Werbung verdienen. Ja, wenn sich da einer sowas kauft bei Amazon, den gleichen, ich glaube, ich habe den bei uns auf dem Shop da, im Amazon-Shop, da verdienen wir dann 2-3 Euro dran. Mhm. Ist egal, das ist nicht so wichtig. Oh Schatz, ich bin so froh, dass ich dich habe. Nehmen wir mal an, jetzt kommt hier der Balken drauf, ja? Den schraube ich dann hier fest. Mhm. Hier ist mein, guck mal hier, das ist auch die Unterkonstruktion. Da drunter ist Beton. Kann man das mal sehen. Beton. Nee, hier ist Beton, seht ihr das? Mhm. Hier ist Beton. Hier ist meine Unterkonstruktion. Mhm. Und hier sind immer die Pfosten. Das kann man auch gut sehen, hier muss ein Pfosten sein, weil hier ein Fenster ist, ne? Das kann man ungefähr feststellen. Hier habe ich hier auch was, Pfosten.
So, und hier kann ich das jetzt festmachen. Mhm. Eigentlich ziemlich einfach. Hm? Na ja, Schatzi, dann gut. Wünsche ich dir viel Erfolg. Ich hole mir jetzt und, die Balken. Ist aber schon der Hammer, dass unser Haus auf dem Sand steht und steht fest. Ja, Moment, der Beton, der geht da rein. Trotzdem Sand. Ist ja alles Sand, guck mal. Ja, aber der Beton geht ja nach unten. Das ist ja ein ganzer Ring. Das ist ja so. Das Haus steht so auf so einem Ring. Hier ist überall Beton. Mhm. Sagen wir mal so. Dick, ja. Das ist ja verbunden. Ja. Deshalb steht das komplett da drauf. Und darunter ist Sand. Darunter ist Sand, aber dadurch, dass das nach unten tief ist, ist das verankert. Mhm. Aber insgesamt könnte sich das Haus immer bewegen, deshalb im Erdbebengebiet oder so. Aber in Japan macht man das übrigens auch. Man macht in Japan viel, weil der Erdbebengebiet, die alten Häuser wurden nur auf Steine draufgestellt. Mhm. Noch nicht mal verankert. Warum? Ja, damit sich das bewegen kann. Ah, wenn wackelt. Ja, und ein Holzhaus, das sich bewegen kann, passiert niemals. Okay, das Haus steht dann vielleicht ein bisschen schief oder so, aber es geht nicht kaputt. Ich liebe dich. So, jetzt wird weitergearbeitet. So, jetzt machen wir hier den ersten Balken. Ich habe hier 6 mm Schrauben. Der Balken ist 6 x 15. Schon ein bisschen was drunter gelegt, dass der da so hinkommt. Und jetzt kann ich den hier vorne auf meinen Punkt drauf machen. Jetzt schaue ich mir erstmal an, was hier die Erde macht und sehe, aha, hier in dem Bereich ist die Erde zu hoch. Muss ich mir jetzt die Schaufel holen, hole ich mir mal eben und muss das hier wegmachen. Putschekai. Werde ich nicht so viel wegnehmen, sondern nur, was jetzt im Moment notwendig ist, weil ich weiß nicht ungefähr, wie das hier hinkommt und später will ich ja hier sowieso Gras haben und ja, dann wäre es so schade. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen weg. Da ist schon mein Beton. Hier. Da ist mein Betonfundament von der Stütze. Das schneide ich jetzt hier weg. Das kann man hier hin. Schrauben. Wächst sogar auf dem Beton, das Gras. Unglaublich. Und ich glaube, jetzt komme ich auch schon hin. So, dann halten wir uns das hier hin. Hier habe ich schon meinen Riss. Passt. Und dann muss ich noch Folgendes achten. In der Mitte von dem Pfosten habe ich ja jetzt meine, das könnt ihr jetzt hier vielleicht nicht so sehen, weil jetzt hier die Erde ist. Muss ich nachher noch mal befreien. Weil hier in der Mitte vom Pfosten ist mein Armierungseisen. Meine Gewindestange. Da darf ich nicht schrauben. Ich schraube also hier und hier. Und am besten ist, wenn ich 2 oder sogar 3 Schrauben mache und die dann so und so versetzt schraube. Ja? Nur halt nicht zu tief. In dem Fall mache ich hier lieber 3 Schrauben rein, dann hält das gut. So. Ich halte das hier hin. Ich nehme mir mal so ein Brett zum Unterlegen. Deshalb ist immer ganz gut, wenn man sowas in der Nähe hat, kann man sich hier was unterlegen und braucht das dann nicht alles selber festhalten. So, das ist wieder zu wenig, dann muss ich noch ein Brett haben. Thank you.
kann man sich genau hinschieben, passt. So, und dann mache ich die Schrauben rein. Wie ihr seht, diese Schrauben, die ziehen richtig. Kann sein, dass der nächste Punkt schon passt. Müssen wir jetzt mal gucken, weil da hinten habe ich ja schon unterlegt. Ja, hier könnte ein bisschen hoch. Es könnte da passen und hier zu niedrig sein. Deshalb muss man da hinten etwas höher machen und danach kann ich runter machen. Dann wird das auch automatisch, wird der Balken gerade. Also ich unterlege das jetzt mal hier. Und vielleicht passt der Strich dann auch nicht, aber der passt. Und darum geht es mir im Moment. So, der passt. Wunderbar. Dann mache ich jetzt hier auch meine Schrauben rein. Nicht zu hoch ansetzen die Schraube, ungefähr bei dem, so ungefähr 3 cm unterhalb. Wichtig ist auch möglichst unten, dann hält das natürlich mehr. Und nicht alle Schrauben in einer Linie. Ja, das sollte man einfach vermeiden. Hier platzt das nicht auf. Die Schrauben haben, die schneiden sich da rein. Aber es ist immer besser, wenn man das ein bisschen versetzt macht. Schon, wie gut das hält, ja. Ich würde allerdings auch bei dieser Länge von 3 Metern oder 2,50 Meter würde ich trotzdem hier noch mal was unterlegen. Also tun wir das nachher ausbuddeln und tun da noch mal ein bisschen Eiche drunter legen. Ja? Ist einfach noch ein bisschen mehr Stabilität. So, jetzt hier, Marosa, kommt ruhig ein bisschen näher. Weiter. Den müssen wir uns jetzt noch mal schneiden. Ja. Und dann haben wir schon mal das erste erledigt. Ja? Erste Balken. So, hier an der Tür haben wir ein kleines Stück reingeschnitten. Und das mache ich jetzt hier auch fest. Hier sieht man auch schon schön an diesem Absatz. Jetzt nehmen wir mal zwei 20er Bretter zusammen. Dann passt das. Ne? Das sollen 38 werden, die Bretter. Und dann seht ihr schön, wie das hier auch ideal passt. Ne? So, hier machen wir zwei Schrauben hier rein, zwei Schrauben hier und in der Mitte, weil man ja hier oft drauf läuft. Ne?
das haben wir jetzt hier fertig. Jetzt machen wir das nächste Brett hier dran. Auf der Seite haben wir die Bretter schon. Balken, Bretter, sag ich schon. So, jetzt machen wir hier das nächste Stück. Okay. So, hier ist der Abschluss von der Terrasse. Und ich nehme jetzt hier meinen Punkt an. Ich weiß, dass das genau im rechten Winkel ist. Also nehme ich das hier an und hier an. Und dann kann ich den Balken, den müssen wir nämlich hier abschneiden, kann ich jetzt hier genau mir anmarkieren, wo ich den abschneide. Ja! Schatz, das Essen ist fertig. Ah, okay. Ja, dann können wir ja essen. Gut. Ja, können wir jetzt erstmal was essen. Aber auf jeden Fall. Ja. Könnt ihr bitte die Schuhe lassen, von der anderen Seite reinkommen? Können wir, klar. Kein Problem. Und dann die Schuhe lassen. Kein Problem. So, dann machen wir jetzt hier, da schneiden wir ab. Das Reststück können wir dann an die Tür dran machen. Ja, wunderbar. Das ist sogar gut, dass du mal kommst. Dann kann ich nämlich mal hier gucken. Siehst du, das habe ich nämlich auch berechnet. Das hier, der Fußboden ist genau etwas höher. Und dann passt das nämlich. So habe ich mir das auch vorgestellt. So, jetzt machen wir das Brett hier an der Tür dran. Und damit das passt, müssen wir diese Schräge, die fertigen Terrassendielen haben, die müssen wir hier hinten hinbringen. Das heißt, ich lege mich jetzt hier, das Brett ist gerade, lege ich mir jetzt hier so ein Brett hin und dann nehme ich meinen Anschluss, meinen Rieger, den ich hier habe, und den schiebe ich jetzt hier genau auf das Maß hoch, sodass das genau passt. Das hatte ich gerade gemeint mit dem Ausrechnen. Das braucht man nicht. Man nimmt sich einfach so eine Latte, hält sich das ran. Und jetzt, wenn ich nachher meine 28er Bohlen habe, dann passt das hier genau mit überein. Ui, sorry. Passt das hier mit genau überein. Und das wird dann auch mit dem Boden innen passen. Ich kann jetzt die Tür nicht aufmachen, aber das sieht man. Ja, das machen wir jetzt hier fest. Das hatten wir hier dran festgemacht. Hier. Ja, und dann bleibt uns praktisch nur noch später, dass wir dann hier zwischen auch noch mal einen Balken so dran machen, damit das dann hier auch noch mal, obwohl das hier schon ziemlich gut hält, aber damit man da noch ein bisschen Stabilität reinbekommt. Die mache ich übrigens hier, die habe ich jetzt aus 6x15 gemacht, was vollkommen ausreichend ist, wenn man die jetzt hier noch unterlegt. Und die hier, die werde ich sogar noch machen 10x6. Weil wenn wir die ausreichend unterlegen unten drunter, dann wird das schon passen. Okay, jetzt mache ich den erstmal fest und dann geht es weiter. Ich habe die Bretter gehobelt einmal. Das sind normale Kiefernbretter. Und habe hier eine Faser dran gemacht. Ja, rundherum. Hier habe ich das ausgeschnitten. Weil ich ja hier mein Brett habe vorstehen. Wenn ihr sowas macht und ihr habt irgendwelche vorstehenden Teile, versucht euch die Bretter so rauszusuchen, dass die von der Breite her passen. Das heißt, ihr habt meistens unterschiedlich breite Bretter. Wenn ihr eine gleich starke Terrasse habt, also alles gleich breite Bretter, dann funktioniert das nicht. Aber habt ihr unterschiedliche Bretter, dann könnt ihr das machen. Dann messt ihr einfach von dem Punkt hier bis zu dem Punkt hier drüben. Dieses Maß, teilt euch das ein, vergesst die Luft nicht, die zwischen den Brettern kommt. Und dann braucht ihr nur eine Seite ausschneiden. Ansonsten müsst ihr hier vielleicht in der Mitte schneiden oder sowas. Und das ist natürlich umständlicher. Hier kommt dann das nächste Brett automatisch glatt dran. Seht ihr das? Dann braucht man nur einmal ausschneiden. Hier habe ich auch einen Vorsprung. Ne? Deshalb ist es hier besser, wenn ich jetzt diese Bretter alle gleich habe. Okay, wichtig dabei ist noch, dass ihr zur Hauswand euch noch einen Winkel dran setzt. Ja? Hier habe ich das auch gemacht, ist winkelrecht. Kann ich jetzt nicht so gut zeigen, aber ist auf jeden Fall winkelrecht. Dann, hier habe ich das nicht gemacht, aber auf der Seite, da wo die Wetterseite ist, wo auch mal Regen hinkommen kann, kommen hier so Pappstreifen drauf. Das ist eine besandete Schweißbahn. Einfach draufgelegt und mit festgeschraubt. Das hat den Vorteil,
dass von oben hier, da wo das Wasser manchmal drauf stehen bleibt, das Wasser nicht in das Holz eindringen kann. Das heißt, der untere Balken wird geschützt. Hier den Belag kann man dann nach ein paar Jahren austauschen und der untere Balken bleibt länger gut. Ja, das soweit. Ich mache den Balken oder ich mache den Belag jetzt nur hier und hier fest und den Mittelbalken, den lege ich dann nachher darunter, mache den auch fest und unterlege den nachher. Ja, aber das kommt dann nachher. Ich mache jetzt erstmal hier den Belag zur Tür, sodass ich heute Abend normal ins Haus gehen kann. Brauche ich nicht hier immer durch den Dreck laufen. Und dieses Stück, das Stück, das mache ich dann am nächsten Tag weiter. Okay, dann schraube ich das jetzt hier erstmal fest und zeige euch danach mal das Ergebnis. Noch eine Sache, ich mache das immer so, ich mache die eine Seite hier fest, zum Beispiel bei einer Tür hat man das oft, dass das so ein Ausschnitt ist. Ich mache die Seite parallel, winkelrecht zu der Tür und die schraube ich jetzt genau dahin, wo es hin muss. Dann messe ich mir das Zwischenmaß, das ist in dem Fall 79,5. Trage ich mir dann hier auch an. 79,5 ist es halt nicht. So. Und schon habe ich die ganze Geschichte parallel. 79,5 und dann kommt jetzt hier noch eine Schraube rein. So, und jetzt zeige ich euch den Vorteil. Jetzt habe ich nämlich hier die restlichen Bretter geschnitten. Die kann ich jetzt hier ganz einfach dazwischen legen und den Abstand zwischen den Brettern aufteilen. Ui. Ist egal, kannst du aufnehmen. Ja, ist doch schön. Schatz, ist sehr schön. So, jetzt wollte ich nochmal eben. Das sieht so ordentlich aus. Liebe Freunde, ich war so dagegen und jetzt sieht das so schön aus. Ich wollte halt nicht diese Arbeit für meinen Schatz. Ja, aber eigentlich ist das nur 2 oder 3 Tage Arbeit, das geht. Oh. So. Ja? Und jetzt war ich gerade am Erklären. Was für schöne Bretter. Dass man die Bretter einfach dazwischen legt. So. Und sich jetzt hier das Maß zwischen den Brettern, die Luft zwischen den Brettern einfach mal so hinlegen kann, ohne großartig jetzt hier zu messen, sondern einfach so, wie es für das Auge angenehm aussieht. So. Und damit der Sand immer runterfällt, das Dreck. Ja, es ist immer gut, wenn zwischendrin Luft ist, ja. Kann der Dreck runter, da kann Wasser runterlaufen. Und das ist immer wichtig, dass da Luft zwischen ist. Wirklich gleichmäßig machen. So. Dann kann ich das jetzt hier festschrauben. Ah, ich schraube lieber da hinten zuerst. Jetzt wird man natürlich immer mit den Füßen da drauf laufen, dreckig machen, aber das ist halt so. Das ist eine Terrasse. Lackieren braucht man nicht. Ne? Nee, die Bretter werden grau. Einfach nur fegen, fertig. Fegen, fertig, genau. Idu. Was denn mit denen? Ja, ich muss Wasser geben. Aber du hast schön das schon. Viel geschafft, Schatzi, heute, an einem Tag. Pass auf, dass du dir nicht wehtust, Schatz. Hast du denn genug Schrauben? Ob ich genug Schrauben habe? Da. Ja. Müsste reichen.
verbrauche jetzt allerdings jetzt jede Schraube noch. Da muss ich halt nächste Mal, wenn ich nach Deutschland fahre, wieder einkaufen. Aber dieses Brett vorne bleibt nicht, ne? Das ist nur jetzt so... Das war jetzt nur zum Messen. Zum Messen, ja, ja. Nee, nee, hier kommt davor kommt ein Brett, tatsächlich. Aha. Nicht dieses, ein anderes. Anderes. Dass da die Tiere nicht runter können. Ah. Und dann muss man sich mal überlegen, welche Tiere? Die Stufe ist ziemlich hoch. Hier vielleicht mit Erde auffüllen, dann ist es angenehmer zum Runterlaufen. Also, weil die Grasnarbe ist ja hier. Mhm. Dann passt das schon. Mhm. Auffüllen. Mit Erde oder Sand. Mit Sand und mit Gras. Vielleicht Grasnarben einfach holen und dann einfach hier Gras drauflegen. Grasstücke. Und dann ein Brett, dass die Tiere da nicht runter können. Hier, welche Tiere? Die? Die können jetzt auch nicht runter. Hier ist ja schon Brett. Wo ist kein Brett? Nun, da ist ein Brett. Das, Hauptbrett. Ist ja schon drunter da. Ja, aber da unten sind noch Schlitze und so, weiß ich nicht. Ich würde immer so ein Brett davor machen und das kann dann auch vergammeln. Und Schatz, aber wo ist denn diese Eiche, was Gewicht halten soll? Ist ja doch gar nicht. Welche Gewicht? Ach so, du meinst die Pfosten? Da. Ja, habe ich schon im Video erklärt. Das kommt jetzt später da drunter. Dann schraube ich das fest und dann unterlege ich das. Ah. Ja, ja. Das ist, deshalb ist das, es ist einfacher. Okay. Einfacher. Normalerweise kann man auch mit Schnur arbeiten, aber ich arbeite gerne so ohne Schnur. Was ist das? Für Kiefer? Kiefer, ne? Für andere mache ich mit Schnur. Damit es keinen Ärger gibt. Ja. Alles. Das Kiefer. Sorry, das Kiefer. Nein, ja. Nein, kein Problem, mein Leben. Ja, ich hatte auch erst gedacht mit Eiche, aber... Haben wir gar du, man nicht. Kann das, erstmal haben wir das jetzt nicht, dann ist das wieder das zu besorgen, das Theater und alles. Nee, wir haben Eiche da liegen, habe ich gesehen. Nee, das ist ja für die Treppe. Habe ich schon vorgeplant. Ha. Nein, Kiefer 10 Jahre weg, austauschen. Oho. Ja, wieso? Oder länger, vielleicht 10 Jahre. Länger. Vielleicht hält das länger. Ah, nicht. 10 Jahre muss man erst leben. Muss so, man erst mal schaffen, plus noch 10 Jahre. Ach so, hier ist keine Schraube drin. Willst du das hier mal ausprobieren? Ja, gerne drauflaufen. Darf ich mir schon drauf drehen? Ja, natürlich. Nur in der Mitte wird es ein bisschen... Oh. Na ja. Ich filme dich jetzt mal, wie du dort läufst. Und dann räume ich mein Werkzeug weg. Guck mal, dich würde das sogar halten. Aber ich merke, hier ist solche Federt noch. Ja, guck mal, das merkt man schon. Ich habe Angst, gut. Dass das mich nicht hält. Nee, das hält auf jeden Fall. Nur das würde sich mit der Zeit durchbiegen. Guck mal, ob die Tür aufgeht. Nee, das geht nicht, weil ich habe abgeschlossen. Yeah. Aber du, das ist ein guter Test, das stimmt. Das sollte man auf jeden Fall kontrollieren. Hier. Guck mal, wo die jetzt schläft, weil die hat jetzt keine, nicht mehr ihre Bahn. Guck mal. Ja, ja. So gezeigt? Ja, die sind beleidigt. Die kommen hier die ganze Zeit an. Und? Geht die Tür auf? Ja, wunderbar. So, und an der Tür kann man übrigens auch die Schräge sehen, der Bretter. Die Tür ist ja in Waage. Das kann man hier gut sehen. Ja, wenn du die Füße mal wegnimmst. Genau. Da sieht man ganz gut, dass das abfällt. Wunderbar. Jetzt gehe ich Eier sammeln. Okay, ich mache morgen weiter. Ja. So, hier werde ich abschneiden. Das habe ich mir jetzt mal markiert. Wie ihr seht, habe ich mir hier... Das tue ich mal weg. Hier so eine Hilfskonstruktion gemacht. Einfach einen Balken und mit der Schraubzwinge hochgezwingt. Dann habe ich hier nämlich die gleiche Höhe. Der Balken hält mir das hier schön fest. Hier werde ich das gleich noch abschneiden, dann habe ich auch die Flucht hier komplett gleich. Jetzt, wie ihr seht, mache ich hier ein kleines Loch, wo dann mein Balken reinkommt.
versuch nicht zu viel wegzumachen, damit der auch schön steht. Ein bisschen muss noch. Ob ich ihn jetzt nicht schaufel. Das sind so kleine Eichenbalken und das Schöne ist, dass die, oder was heißt das Schöne, sind halt verbrannt und das gibt auch nochmal einen Holzschutz. Ja. Da muss noch ein bisschen. Ein bisschen auflockern. Passt doch schon mal ganz gut. So, perfekt. Jetzt ist der richtig schön fest. Darunter steht mir hier auch nicht im Weg. Wunderbar. So mache ich das jetzt überall. Jetzt tue ich den hier noch ein bisschen festmachen. Festklopfen. Und hier oben kommt ein kleines Schräubchen rein. Nur nicht die, die ich brauche. Ja, machen wir ein bisschen größer. So, das hält. Wunderbar. So kann ich jetzt hier die ganzen Pfosten machen. Hier alle Meter werde ich jetzt hier diesen Balken unterstützen. Und das gibt mir natürlich hier eine wunderbare Stabilität. Wenn ich jetzt hier den Balken oder das Brett drauf lege, dann kann man da auch wunderbar drüber laufen. Ich mache das mal andersrum, dann kann ich mich mal drauf stellen. Ja, sehr gut.
sagt die Natalia gerade, das stimmt. Ich muss hier eine Treppe machen irgendwie. Ein Schritt. Das geht sonst nicht. Hier kommt noch ein Schritt. Aber das machen wir auch noch. So, hier solltet ihr auch immer drauf achten, wenn ihr so Sachen ausklingt, dass ihr überall Luft lasst, so dass da das Wasser auch weglaufen kann immer. Und dann wollte ich euch auch noch mal was zeigen, hier auf der Seite. Ich lasse die Bretter alle ungeschnitten, wie ihr seht. Und nachher machen wir das dann ganz komplett gerade, auf die ganze Länge. Ja? Erstmal lang lassen, weil wir wissen jetzt nicht genau, wo kommen wir denn dahin, damit das alles schön gerade ist. Die Wand hier, die Hauswand, die wird gerade sein. Aber vielleicht sind die Pfosten nicht hundertprozentig in der Flucht oder irgend sowas. Und das soll natürlich schön gerade aussehen. Ne? Deshalb lieber länger lassen. Hier am Hauseingang habe ich das jetzt extra so gemacht. Aber da kann sein, dass ich da auch nochmal nachschneiden muss. Ja. So langsam kommt die Sache voran. Ne? Und dann kann man auch noch darauf achten, dass dieses Maß hier so relativ schön ist. Oder fürs Auge auch gleichmäßig. Das heißt, man sucht sich ein Brett. Wie gesagt, wenn ihr unterschiedliche Bretter habt, was so ungefähr hier so auf die Mitte stößt. Ideal wäre natürlich auch, wenn es gar nicht stößt, wenn das dann hier, also hier im Pfostenbereich, nur ein Brett wäre. Aber das ist jetzt hier durch den Eingang, dadurch, dass ich hier in der Mitte angefangen habe, war das ein bisschen schwierig. Ja, das habe ich hier allerdings zum Beispiel auf der Seite machen können. Ja, oder auch nicht ganz machen können hier. Haben wir das Problem gehabt, dass ich nicht so breite Bretter habe, weil ich hier möchte ich einen kleinen Überstand haben. Das zeige ich euch jetzt auch noch mal von der Seite. Hier kommt so ein Deckelbrett davor. Ja? Und da muss man halt darauf achten, dass hier so viel übersteht, dass das Brett, wenn das später dann hier drunter kommt, nicht übersteht. Seht ihr das? Hier würde jetzt das Brett zu weit überstehen. Ich habe jetzt hier auch so ein dickes. Aber wenn das jetzt nur ein 30er Brett ist, dann passt es ganz genau hin. Ja, und dann macht das hier alles unten zu. Und ich möchte das gerne zu haben, weil sonst Katzen und so da immer drunter kriechen. Das möchte ich also schon zu haben, die Veranda. Ja, und hier seht ihr auch, dass der Schritt hier zu hoch ist. Also wenn man jetzt hier hochgehen würde, das wäre zu groß. Ich muss also wahrscheinlich hier noch eine Zwischenstufe einbauen. Ja. Soweit, so gut. Ich mach mal weiter. Schatzelein, du hast so ein Rad bekommen. Kalk, ja, Kalkstreuen. Und das sollte helfen. Die Ameisen und so fernzuhalten. Ich meine, da unten drunter wächst ja sowieso nichts mehr. Hm. Dann habe ich das jetzt mal probiert. Probieren wir, ne? Das hat eine Zuschauerin geschrieben, ne? Und dann hast du ein Säckchen gekauft? Ja. Ja, aber ein bisschen noch behältst du noch für... Ja, für hier. Für die Hühner. Ja, für die Hühner bleibt auch noch. Ist noch ganz viel. Ich mache nur noch hier. Aha. Aber erstmal mache ich das Stück dazu. Okay. Okay. Ja? Okay. Erstmal das und dann nach und nach. Und Regen hat schon aufgehört. Regen hört immer auf und kommt wieder neu. Ja, ich kann die Ziegen auch nicht anbinden. Aber ja, ich habe sowieso Unterricht. Haben die denn Heu? Ich habe gegeben frisches Heu und habe da sauber gemacht. Na, ist ja gut. Schatzi, du hast großes Stück geschafft? Ja, ich hatte wieder. Erstmal hatten wir keine Lust wegen dem Regen, aber jetzt haben wir so viel geschafft. Ja. Und ich koche und Soße. Ich denke, Frikadellenbraten ist zu viel Arbeit. Ne? Ja, ist doch gut. Ja, ich mache Soße. Machen wir Soße. Nee, den Rest. Verstehe. Wow. Schatzilein. Ja. Wie geht's dir? Ja, gut. Ui, du hast wenig getrunken. Ja, ich trinke gleich noch was.
Okay. Also ich mache jetzt hier unten drunter die ganzen Pfosten. Siehst du das? Mhm. Alles aus Eiche. Hier so Pfosten habe ich gemacht. Da kratze ich ein bisschen was von dem Sand weg. So. Aha. Und dann kommt hier eine Eiche drunter. So. Und hält. Ja, das hält gut. Dann. Alle haben gesagt, Beton, Beton, braucht man keinen Beton. Nein, diese Eiche hier, die halten sehr lange. No. Bis dahin ist die Bretter oben verfault, bis so lange halten. Ja, überall habe ich das jetzt gemacht, immer ein bisschen Erde weg, runter, drunter geschoben und eine Schraube, dass das nicht wackelt. So, fertig. Und jetzt kommt der Belag drauf. Beim Belag mache ich immer am Rand, da wo noch Regen hinkommt. Hier wissen wir ja ungefähr, wie weit der Regen kommt, habe ich hier diese Pappstreifen drunter gemacht, diese Schweißbahn da vorne. Und hier ist ja kein Regen, hier war noch nie Regen. Da mache ich keine Pappstreifen drunter. Und dann habe ich das hier. Ach so, nur da wo Regen, genau. Genau. Und dann macht man das auch so, dass man vorne erstmal anfängt ein Brett, dann in der Mitte da immer, wo die Kanten sind. Mhm. Ja, weil hier ist ja eine gerade Kante. Mhm. Dann muss man zwischen den Bretter noch mal nachmessen, ob das parallel ist. Hier und hier muss das gleiche Maß sein, ja? Mhm. Und hier auch. So und so. Mhm. So, wenn das parallel ist, ungefähr 5 mm war jetzt Unterschied, dann mache ich die Dinger hier fest. Und jetzt habe ich die langen Bretter. Ja. Und die lege ich mir jetzt alle hier hin. Da vorne muss ich ein bisschen was rausschneiden. Hier. Mhm. Ja, da habe ich ja hier das, diese Kante. Muss ich mir hier so ein bisschen rausschneiden. Und das lege ich mir dann hier hin und schraube die fest. Fertig. Mhm. Und dann kommt noch dieses kleine. Und hier kommt hier noch ein kleines Treppe? Oder? Ja, hier kommt eigentlich nur noch ein Brett dran. Hier kommt so ein Brett dran. So. Ja, das. Ich würde kein Brett. Nee, wenigstens muss hier ein Brett. Das muss, weil hier kommt Regen, nass und dann ist das hier nicht so gut. Ah, hier vorne ist das egal, aber verstehe. Hier ist das nicht so gut. Und dann wollte ich fragen, was hältst du davon, wenn wir das hier vorne mit Erde auffüllen? Nee, nee, hier kommt Gras einfach nur. Ja, Gras und Erde, ja. Weil hier ist nämlich eine Kuhle drin und das Wasser läuft immer hier hin. Hm. Wir müssen das Wasser nach da bekommen. Mhm. Das heißt, wir müssen das ein bisschen auffüllen. Ah, nur Jan, ich weiß nicht, wie das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dein Handy liegt sehr in der Sonne. Ja, lade ich gerade. Ui, muss ich drunter. Naja, so bin ich jetzt hier so weiter. Du bist sehr, sehr fleißig, mein Liebling. Danke dir. Danke dir. Hast du denn schon Appetit langsam oder noch nicht? Ja. Ja. Och, das so eine Veranda baut, ein kleines Mittagessen dabei. Sehr schön, sehr schön. Ich liebe das, wenn du Appetit hast. Ja, ist doch gut. Kommt gleich. Kommt das gleich? Okay. Ach so, damit man sich hier nicht wundert. Ja. Das ist übrigens eine Balkontür. Deshalb passt das hier nicht, weil das sowieso hoch steht. Bei einer normalen Tür hätte geht die das Tür gepasst. Ja nach außen auf. Ja, ja, aber ja. Hier ist es halt anders. Aha. Es ist aber die gleiche Höhe wie innen. Das ist aber sehr schöne Tür. Die hat uns Brigitte und Harald geschenkt. Nee, die nicht. Die habe ich beim Fensterbau geschenkt bekommen. Wirklich? Also nicht geschenkt bekommen. Dieses Tür und dieses Fenster da oben. Ja. Plus noch irgendwas, weiß ich nicht, habe ich für 100 Euro gekauft. Schatzi, die Tür hat Brigitte und Harald geschenkt. Nein. Weiß ich ganz genau. Die andere Tür war aus Aluminium, die ist aber verbrannt. Und ah, stimmt. Wir haben ja Feuer gehabt. Die habe ich nach dem Feuer bekommen. Und diese Tür kostete neu, glaube ich, irgendwas mit irgendwas ganz teuer. Okay, 1600. Entschuldigung, liebe Freunde, mein Schatz hat ja viel bessere Erinnerungen. Ich vergesse sehr viel, was vor und nach dem Feuer war, weil das ist mein Gehirn, verdrängt das alles. Nee, man vertauscht sich ja manchmal. Mhm.
Na? Schatzi, danke. Danke, dass du mir noch sauber machst. Das ist normalerweise Chefsache. Hier zu fegen macht so Spaß, Schatz. Richtig macht Spaß. Und gefällt dir die Terrasse? Oh. Liebe Freunde, bitte bestellen Sie diese Veranda bei meinem wunderschönen Zimmermann, Mann. Ja. Er macht entsprechend den Preis. Und bitte bestellen Sie die. Ja, ja. Sie werden das nicht bereuen. Ist doch schön geworden, ne? Das ist schön. Ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Ja, mir sehr. Ich gebe Daumen hoch. Okay. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Mach dir direkt Werbung für Arbeit. Sehr gut.